Oder? Nee, nicht wirklich. Na, ich glaube schon. Weil es hat ja angefangen damals, wo ich angefangen habe mit ja, der Bubble zu beefen. Da war Pranky dabei, da waren ein paar andere dabei, Karl war auch dabei und so. Ja. Da hat das Ganze angefangen, ne? Ach, Das übrigens, ist wirklich, nur mal aber wir so wollen zur ja über die Info Strategie kurz sprechen. am Rande nochmal, wenn ich jetzt schon sehe, nur weil ich dort damals in der eher rechten Bubble unterwegs bin, meine Kritik den Woken gegenüber bleibt ja bestehen deswegen, ne? Also zumindest den Demagogen, sag ich mal jetzt, ne? So Leuten wie Dara und so. Ich bin da zwar, hab mich da zwar ein bisschen zurückgenommen, aber ja, meine Kritik bleibt an den Leuten. Also da hat sich halt auch nichts geändert, groß, ne? Das wollte ich nur mal sagen an der Stelle. Ja, du hattest damals auch noch einen realistischeren Blick als ich wahrscheinlich. Ich habe bis zum Beginn des Ukraine-Krieges nämlich noch geglaubt, dass diese Menschen zwar seltsame Ansichten hatten und ein bisschen nervig sind und wir diesen seltsamen Aktivismus zurückfahren müssen, dass man aber grundsätzlich da sehr wirtschaftspolitisch richtige Ansichten hätten, mit ihnen zusammenarbeiten könnte. Und heute weiß ich, ja, das wirtschaftspolitische Programm ist eben nicht alles. Also Ja. diese komplette Degeneration in allen anderen Bereichen, die hinterlässt erstmal auch Spuren auf die wirtschaftspolitischen Einstellungen. Und zweitens führt das dazu, dass diese Leute dass sie diese komplette Intoleranz gegen andere Meinungen fahren. Das heißt, selbst wenn man mit ihnen zusammenarbeiten wollte, selbst wenn das das Ziel wäre, Ja. würden sie nicht mit einem zusammenarbeiten, da sie einen halt als Feind sehen, wenn man beispielsweise schon Ja. keine Waffen in Kriegsgebiete liefern will. Nein, du musst wirklich mit diesen Leuten komplett übereinstimmen, ne? Die wollen, dass du, wie wir hatten es ja anfangs mit Neitan, ne? Neitan, die Voraussetzungen sind, ihr müsst so wie denken wie wir und ihr müsst das komplett abnicken wie wir und dann könnt ihr zu uns kommen, quasi sozusagen. Aber erst wenn ihr halt das alles übernehmt, ne? Alle unsere Talking Points. So, man hat ja auch zwischen Proletopia und Neitan gesehen. Wirtschaftspolitisch ist man sich in vieler Hinsicht schon einig, ne? Also man kritisiert den Kapitalismus. Wobei ich halt von Woker-Seite dann nicht verstehe, warum man die Konzerne in Schutz nimmt, wie Disney und sowas, weißt du, die verteidigt man dann komischerweise, obwohl Ich die sag das ja. Problem sind. Ich sag ja, Man das hat's ja, hinterlässt wie gesagt, wir hatten Spuren. das Thema oft mit dem Humanity Rights Campaign, ne? Haben wir ja letztens schon öfters jetzt, hast du auch oft in deinen Streams, was da alles für Sponsoren dahinter stehen, ne? Also man kann die Woker-Ideologie halt nicht kritisieren, weil man den Kapitalismus und die Konzerne nicht dahinter kritisieren. Das tun halt die Woken oftmals nicht. Die legen ja noch eher die Hand über Konzerne wie Disney und sowas, ne? Weil die halt für queere Sachen sind und sowas, ne? Aber eigentlich müssten die, ja, weiß nicht, sind halt, wie Morpheus sagt, genau wie die Rechten, die sind halt Stockholm-Syndrom der Kapitalisten, ne? Es ist einfach so. Auch, also das sind sowohl Rechte als auch Linke. Beide machen sich den Kapitalisten gemeinsame Sache mit Kapitalisten irgendwo, ne? Ja, Und das ist halt das Problem. Morph hat auch sehr gut herausgearbeitet, wie neoliberal diese Woke-Ideologie eigentlich ist. Also, dass dieses Ja, da tribalistische Politikverständnis, dieses Unterteilen der Gesellschaft in immer neue identitäre Gruppen, in immer neue Opfer- und Tätergruppen, dass diese Konstruktion und dann vor allem das Herausschlagen von von Vorteilen für diese irgendwie identitär definierten Gruppen, dass das eigentlich ein neoliberales Konzept ist und es den Herrschenden erleichtert zu herrschen. Wir hatten ja letztens auch hast du da eine zufällig den Link dazu? Oder weißt du, wie das Video zufällig heißt? Ich gucke Morph mit momentan sehr Meinung, viel das kann ich Morphin. kurz einblenden, das kann ich kurz einblenden. Ihr Okay. findet, also den Kanal von Morph, den wird ja jeder selber finden, aber das Video, das kann ich euch kurz zeigen. Ich meine, ich muss ja nicht immer den Link reinschicken. Ihr seid ja schlau, ihr könnt ja YouTube, ihr könnt ja die Titel von YouTube-Videos ergoogeln. Das dürfte ja nicht so kompliziert sein. Also, Linksliberale checken Feminismus nicht. Ich schaue Heißt momentan das. sehr, sehr viel Morph, muss ich an der Stelle sagen. Ja, der hat auch eine super Playlist über Wirtschaftspolitik. Die findet sich auch auf seinem Kanal. Ihr hattet ja auch mal miteinander geredet, muss ich auch nochmal Ja, ja, nachholen. ja, ja. Da ist der Ton allerdings ein bisschen blöd. Deswegen habe ich da zwei Versionen von dem Gespräch. Aber ist schon ein bisschen her. Muss ihn vielleicht nochmal einladen und mir das nochmal. Das war ein bisschen ungeordnet, das Gespräch. Und ich hatte auch einige Themen noch nicht angesprochen. Aber irgendwann mal. Coco Das Red läuft ja nicht fragt weg. vielleicht. Ja. Nordkram. Ja. Sehr gut auf jeden Fall. Was ist Woki? Warum bist du keiner? Fragt jemand Wir gerade im haben Chat. sozusagen gesehen, sie kriegen überall Wokismus ist Korrelation. ein identitäres Politikverständnis in doppelter Hinsicht. Einerseits teilt man die Welt in Gut und Böse. Die Guten, das sind halt die woken Ideologen, die diese Ideologie teilen und vorantreiben wollen. Und
in erster Linie, also alle, die quasi dieser Ideologie treu ergeben sind. Und die Bösen, das sind alle, die auch nur die leiseste Kritik haben in für die Woke irrelevanten Punkten. Wobei Und ich das. mittlerweile versuche, ein bisschen zu differenzieren. Also es gibt ja wirklich viele Leute, die das gar nicht so begreifen, glaube ich. Die wollen einfach nur, ne, ihr Leben leben und versammeln sich da unter der Regenbogenflagge, aber sie wissen ja vielleicht nicht, welche Ideologie dahinter so ein bisschen steht. Ja, Und ja, es ist ja, nun mal ja, ja, irgendwo in ja. gewisser Weise eine Ideologie. Und ich mache das diesen Leuten nicht zum Vorwurf, aber. Ne, also ich will, dass jeder leben kann, wie er will, nur, wie gesagt, diese Ideologie dahinter, wie es die Demagogen halt machen, die machen halt eine autoritäre Ideologie daraus, aus meiner Sicht, ein bisschen so wie es halt Dave Links der Mitte und Chiyoka, ne, die gehen halt in eine komplett radikale Richtung in der Hinsicht. Und das kann ich dann halt nicht mehr gutheißen, so. Das ist halt das Problem. Ja, absolut, Wenn absolut. sie wirklich einfach nur wirklich das machen würden, wenn sie wirklich die Leute leben würden, aber das Problem ist, die Demagogen lassen die Leute ja nicht. Die wollen halt jeden auf ihre Seite irgendwie bringen. Und wenn du halt nicht denen mitgehst, das ist halt so ein Karl Schmidtsches Politikverständnis, wenn du nicht auf meiner Seite bist, bist du mein Feind. Das ist ja bei den Rechten mittlerweile auch so und ähnlich. Ne? Die haben ja mittlerweile auch Feindeslisten. Die haben ja auch wirklich, die Woken, die mal gucken, haben wirklich Feindeslisten und Blocklisten. Also ich bin bei Leuten gesperrt, da habe ich noch nie ein Wort geschrieben. Das ist unglaublich. Oder für den Stream gesperrt, wo ich noch nie ein Wort geschrieben habe. Und also, sowas kann ich halt nicht gutheißen. Ne? Das ist ein Warum? Politik. Das ist halt Zensur und das ist halt, ja, Leute einfach mundtot machen, obwohl die nie irgendwas gemacht haben, so. Das kann ich halt nur, weil sie irgendeine Meinung haben, was dir einem nicht passt und das geht halt nicht. Ne? Das ist halt das Problem. Das ist mein Problem. Und dass man halt Was? irgendwo die Konzerne natürlich nutzt, um auch alles in Film und Gaming-Industrie, ne, immer mehr einzubringen und das, ja. Finde ich halt kritikwürdig, sagen wir es so. So, sorry, ich wollte nicht zu viele aus. Absolut. Bisschen länger Hast ausholen. völlig recht mit deiner Ausführung gerade. Wollte ich gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur noch mal was anmerken zu meiner Wokismus-Definition. Ich hatte ja gesagt, identitäres Politikverständnis in doppelter Hinsicht. Das heißt, erstmal, wie gesagt, Gut und Böse und zweitens Täter- und Opfergruppen oder marginalisierte Gruppen, wie die Wokisten gerne sagen. Also du hast jetzt keine Ahnung, Frauen oder Transmenschen oder Nicht-Binäre oder Schwarze oder sonst irgendwen. Und jeder, der zur Opfergruppe gehört, der muss irgendwelche besonderen Privilegien bekommen oder Anerkennung, Aufmerksamkeit, was auch immer. Können auch Privilegien nicht monetärer Natur sein oder irgendwelche symbolpolitischen Maßnahmen. Und jeder, der das irgendwie ablehnt, der ist halt, wie gesagt, ein Feind. Der gehört dann zu den Bösen. Das heißt, man kann auch mit ja, ziemlich lächerlichen Sachen sehr einfach politische Gegner wegcanceln, wo es um völlig andere Dinge geht. Das heißt, nehmen wir mal einen Friedensaktivisten, der sagt, ich bin gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Dann sucht man irgendwo in seiner Vergangenheit, wo er irgendwas gegen eine vermeintliche Opfergruppe gesagt hat. Also beispielsweise Alice Schwarzer bei Transmenschen. Also die hat zwar jetzt nicht gegen Transmenschen gesagt, aber wie gesagt, wenn du das Selbstbestimmungsgesetz ablehnst, dann bist du ja schon für die Wokisten ein ganz böser Transfeind. Das heißt, die wird dann wegen ihrer vermeintlichen Transfeindlichkeit angefeindet, weil die Wokisten halt dann eine Waffe haben. Es geht gar nicht um das, was Schwarzer zu Transmenschen gesagt hat, sondern sie als Friedensaktivistin zu canceln. Also das ist ja, da wurde das ja nochmal ausgegraben, nachdem sie sich da politisch so für Frieden engagiert hatte. Das, Oh, jetzt wirst du kritisiert, dass du den Höcke-Rücken geben würdest. Rücken, was heißt Rücken? Ja, weiß ich nicht, weil du vielleicht. Ja, das ist aber Also. typisch. Das ist oft, kommt oftmals. Das wurde mir damals auch, ja, du whitenightest ja die AfD, nur weil du komplett nicht irgendwie sie jetzt verurteilst für irgendwelche Sachen. Also, wo steht das denn? Lies mal den Originalkommentar vor. Also, mit so einem ungefähren Details kann ich nichts anfangen. Naja, Code Red hat geschrieben und verrückterweise gibt der stabile Agitator Höcke noch Rücken. Das ist der ganze Kommentar. Okay. Was heißt Rücken? Definiere bitte, was du damit gemacht hast. Ja, weil du vielleicht. Ja, ich bin halt dagegen, dass Björn Höcke Weil du irgendwas vielleicht unterstellt gesagt wird, was er hast. nie gesagt hat. Da bin ich halt dagegen. Nein, nein, nein. Ja, Code Red. Also, dann. Du Höcke was gegen Juden gesagt, darum ging es ja, oder? Es ging ja Ja. darum, dass Höcke irgendwas. Dann bring doch mal gern ein Zitat, wo Höcke gesagt hat: Was war das? Du hast mich ja gefragt, ob ich sagen würde, dass Höcke, wie war das? Irgendwas mit Juden. Und da habe ich gesagt: Nee, würde ich nicht, weil er es halt nicht gesagt hat. So. Also, Jedenfalls uns nicht warum bekannt soll ist, dass er ich. sowas gesagt hat. Aha, lul.
Basisarbeit, ja, okay. Ja, also er kann es natürlich nicht sagen, ne? Code Red, du kannst natürlich nicht sagen, wo Höcke das gesagt hat. Du unterstellst es halt gerne, ne? Und machst dich darüber lustig, haha. Ja, das machen Wokies auch immer. Die machen, genauso wie Rechte auch übrigens, die machen sich dann immer so, haha, ja, haha, lustig, anstatt mal einen wirklichen Beleg vorzubringen. Ja. Stella, okay. Ich glaube, wir brauchen nicht auf jeden Troll im Chat eingehen. Also, das ist jemand, ja, der ist halt anscheinend, dessen Ziel anscheinend ist, den Stream. Ja, doch, du hast was unterstellt. Du hast gesagt, Agitator gibt Höcke Rücken. Du hast es unterstellt und. Der macht das schon die ganze Zeit. Ja, es ist halt typisch wieder. Aber komischerweise geht man auch nie darauf ein, was wir sagen, ne? Komischerweise wird nie darauf eingegeben, was wir sagen, nur es werden immer irgendwelche Unterstellungen. Naja, gut. Kennt man ja mittlerweile. Gut. Also, wie gesagt, ich bin immer offen für Diskurs. Wenn Dinge behauptet werden, die nicht stimmen, wie im eben Fall, dass wir Nazis geholfen hätten, dann tschüss. Ganz ehrlich. Ja, vor allem, ich mache vieles und nichts kommt zurück. Er hat überhaupt nicht mehr, bisher gar nichts hast du vorgebracht bisher. Also nicht ein Ding hast du irgendwie vorgebracht, ne? Verstehe ich irgendwie jetzt nicht. Ja, ich habe mir gerade gesperrt. Gesagt, der hat uns gerade etwas unterstellt, das geht überhaupt nicht. Ja, vor allem, er bringt ja auch keinen Beleg dann dafür, ne? Wenn man ihn daraufhin anspricht. Das ist ja auch wieder so typisches Wokey-Verhalten, ne? Aber bei den Rechten auch mittlerweile ganz schlimm. Irgendwas gesagt, unterstellen, was gar nicht stimmt und ja. Halbverhalten irgendwie und dann so tun, haha, ja, ich bin ja der Vernünftige hier und haha, ich bin ja der hier der Oberschlaue und weiß alles, aber dann, wenn du dann fragst, kommt halt irgendwie nichts.